Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Serie zu unseren württembergischen Monarchen. Heute geht es nicht um einen einzelnen Monarchen, sondern um die Stellung von Württemberg im neuen Europa. Mein Name ist Edith Neumann. Ich kuratiere die Ausstellung zu Wilhelm II., die am 1. Oktober in diesem Jahr beginnen wird. Und im Vorfeld zu dieser Ausstellung machen wir jetzt eine ganz kleine Vorrunde, um Sie neugierig zu machen auf unsere Ausstellung und Sie einzuführen in das württembergische Königreich in der Zeit vor König Wilhelm II. Heute ist mein Gast Professor Dr. Langewiesche aus Tübingen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Abend. Ich stelle Herrn Professor Langewiesche vor. Herr Professor Langewiesche hat eine hervorragende Vita. Wenn man die in allen Einzelheiten erzählen möchte, muss man 4 Seiten herunterbeten. Das können wir jetzt heute nicht. Ich fasse zusammen in Kurzform. Herr Professor Langewiesche hat die Professur für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen und zwar seit 1985 bis 2007. Davor war er Prorektor am Aufbau beteiligt der Universität Erfurt und zuvor dort auch schon Mitglied im Wissenschaftsrat. Er ist Mitglied in der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften und der Heidelberger Akademie. Es ist nur eine Mitgliedschaft, Herr Professor Langewiesche, von 20, die Sie mal hatten. Ich wollte nur sagen, ich kann so viel gar nicht erzählen. Sie sind auch Preisträger des Gottfried-Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Forschungsschwerpunkte von Herrn Professor Langewiesche sind die europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, deswegen ist er als Experte heute hier. Dann die Nationenbildung und der Krieg, ein weiteres Schwerpunktthema. Die Geschichte des Liberalismus und des Bürgertums, die Arbeiterbewegung und die Arbeiterkultur, die Europäische Revolution im 19. Jahrhundert, die Universitäts- und Bildungsgeschichte und die Geschichte des Geschichtsdenkens. Eine lange Liste von Forschungsarbeiten. Die Publikationsliste umfasst ungelogen 52 Seiten. Auch da kann ich sie nicht herunterlesen, sondern nenne nur ganz wenige Publikationen, die neuesten zum Beispiel, Der gewaltsame Lehrer, Europas Kriege in der Moderne, erschienen 2019 im Verlag Beck. Dann vom vielstaatlichen Reich zum föderativen Bundesstaat, Eine andere deutsche Geschichte, Stuttgart, erschienen bei Kröner 2020 und für uns und für unser Gespräch heute schon eine Weile her, 2006 erschienen von ihm bei uns in unserem Ausstellungskatalog zum Königreich Württemberg, die Monarchie im bürgerlichen Europa. Es war ein Aufsatz im Katalog vom Landesmuseum Württemberg, das Königreich Württemberg 1806-1918. Bei dieser großen Landesausstellung 2006 hat Herr Professor Langewiesche im Katalog des Landesmuseums den Hauptaufsatz geschrieben. Wir haben sozusagen einen absoluten Experten für die Königreichzeit und die Zeit in Europa im 19. Jahrhundert bei uns hier. Und ich würde jetzt Sie die erste Frage stellen, Herr Langewiesche. Ja. Warum kann man rückblickend die Zeit der württembergischen Monarchie als eine Epoche der Moderne bezeichnen? Was geschah im Königreich seit 1806? Ja, wenn wir in den Anfang gehen. Das Königreich entstand aus dem Ende des alten Europas. Das ist die ganz zentrale Zäsur gewesen in der europäischen Geschichte. Das alte Europa geht zu Ende in der napoleonischen Ära. Das alte Reich, Heilige Römische Reich Deutscher Nation, geht zu Ende. Und im mitteleuropäischen Raum, der wird völlig neu geordnet. Und ein neuer Staat ist das Königreich Württemberg, das es ja vorher auch nicht so gegeben hat, ist ein Aufsteiger. Mhm. Aufsteiger, was die Größe angeht, Aufsteiger, was den Titel angeht, das Königreich. Also so schon dieser Beginn ist charakteristisch für das, was damals in Europa ablief. Dann, wenn man in diesen Staat hineinschaut, was kann man da als modern bezeichnen, dass er überhaupt zunächst einmal zu einem solchen Staat ausgebaut worden ist, mit einer Verfassung, einem Parlament. Das war ja von vornherein nicht unstrittig, da haben Sie woanders drüber gesprochen, die Verfassungskämpfe, aber es ist etwas daraus hervorgegangen, das offensichtlich auch die eigene Bevölkerung akzeptiert hat. Das sehen Sie daran, in der Revolution 1848-49, da ist ganz vieles infrage gestellt worden, aber die Monarchie,
Württemberg nicht. Mhm. Und auch der Staat Württemberg nicht. Also auch diejenigen, die da hineingezwungen wurden, das gar nicht wollten, haben das offensichtlich akzeptiert. Das ist eine Folge der Entwicklung, der Modernisierung dieses Staates. Mhm. Parlament, Verfassung, ganz zentral. Vieles gehört dazu. Dazu gehört natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Auch das ist modernisiert worden, sodass 1848, 1849 zwar eine Demokratisierung dieses Staats verlangt wurde, aber der Staat stand nicht zur Debatte und bis auf wirklich sehr kleine Minderheiten wollten auch keine Republik. Ja. Man könnte ja auch sagen, die Republik ist das Moderne, aber das wurde in Deutschland insgesamt und auch in Württemberg nicht gewollt. Das ist also eine große Modernisierungsleistung aller derer, die an diesem Staatsgeschäft irgendwie beteiligt waren. Dazu gehörte auch der Monarch. Nicht alleine, viele haben da eine Rolle gespielt, aber dies allein, würde ich schon sagen, rechtfertigt es, da von einem Weg in die Moderne zu sprechen. Wenn man in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts geht, da wird Württemberg dann etwas ganz anderes. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber muss man schon mal festhalten, die Gründung des Nationalstaates 1871 war wirklich von Deutschland her gesehen ja geradezu ein Bruch mit der Geschichte. Mhm. Denn jetzt gab es die souveränen Staaten, ob sie so souveränen vorher gewesen waren im Deutschen Bund, lassen wir mal dahingestellt, aber jetzt gab es diese souveränen Staaten gar nicht mehr. Jetzt war der württembergische König, auch die anderen Fürsten, ja Regionalmonarchen. Und das ist natürlich eine ungeheure Zäsur. Dennoch, Modernisierung geht weiter. Jetzt bedeutet Modernisierung die Entwicklung hin zum Industriestaat. Ist in Württemberg gedämpft gewesen, aber zugleich so eine Basis für die künftige Modernität, nämlich dass so eine mittelständische Industrie entstehen konnte, die sehr entwicklungsoffen ist. Das hat sich damals abgezeichnet. Die Landwirtschaft verschwindet nicht, aber verliert doch etwas an Bedeutung. All das geschieht und auch die Entwicklung hin zu einem Sozialstaat wird damals in Gang gesetzt. Und da muss man sagen, das ist zwar in der Dynamik ausgegangen vom Nationalstaat und das heißt vom Reichsparlament, aber realisiert wurde das in den Bundesstaaten. Mhm. Und das heißt, die gesamte Verwaltung in die Richtung musste ausgebaut werden. Das sind alles Modernisierungsleistungen. Und man könnte vielleicht ein bisschen überzogen sagen, damals ist im Laufe des 19. Jahrhunderts und vor allem in der zweiten Hälfte, ist dann ein moderner Staat entstanden, so wie wir ihn heute gewöhnt sind. Genau. Einen modernen Staat. Das hat es vorher nicht gegeben und das hat sich in dieser Zeit vollzogen. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich alle Institutionen verändert haben. Die Monarchie auch, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber der Monarch am Ende des 19. Jahrhunderts oder kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs war ein anderer als zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Monarchie gab es die ganze Zeit, aber sie hat sich ungeheuer verändert. Und was auch zur Modernisierung gehört, die württembergische Bevölkerung ist in diesen Nationalstaat hineingewachsen. Da hat der Monarch erheblich zu beigetragen. Denn das muss man ja festhalten, die große Mehrheit der Württemberger wollte diesen Nationalstaat nicht. Genau. Die hat noch kurz vor der militärischen Gründung bei den Wahlen sich entschieden gegen eine, wie sie meinten, Verpreußung ausgesprochen. Und gerade die württembergischen Demokraten, die hauptpolitische Richtung damals, war mit dem König einer Meinung, das ging eine Koalition von König bis über die Konservativen bis zu den Demokraten. Eine Verpreußung sollte nicht stattfinden und von einem Nationalstaat ohne Österreich
hat man eine Verpreußung befürchtet. Und das heißt, Württemberg würde dann ja irgendwas anderes, so ist es ja auch geworden, ist nicht verpreußt worden, sondern ja, ein Föderalismus ist entstanden. Vorher war das etwas anderes, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, wenn wir andere Linien betrachten. Mhm. Aber ich würde sagen, was es meines Ermessens rechtfertigt, davon zu sprechen, Württemberg wurde modern. Mhm. Wunderbar. Das ist ein schöner Einstieg, weil jetzt kommen wir ein bisschen näher auf Europa und Württemberg und seine Rolle. Wie muss man sich jetzt das Gesamtbild von Europa mit all seinen unterschiedlichen Landesherren, unterschiedlichen Territorien im 19. Jahrhundert vorstellen? Jetzt haben Sie so ein Bild entworfen von Württemberg, aber Württemberg war nicht alleine. Wie ging es denn rundum so mit den Landesherren weiter? Ja, als erstes sollte man festhalten, dieses neue Europa, das aus der napoleonischen Ära hervorgeht und in Mitteleuropa dann das Gebiet des Deutschen Bundes. Mhm. Aber das neue Europa war von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen ein Jahrhundert der Monarchien. Mhm. Also die Dynastien haben überlebt, wenngleich viele kleine Staaten und ihre Fürstenhäuser verschwunden sind, von den Großen gefressen wurden. Mhm. Also die Entstehung dieses modernen, des neuen Europas mit den vielen Fürstenstaaten, aber jetzt weniger als im Alten Reich, war eine Zeit der feindlichen Übernahmen. Mhm. Und auch Württemberg ist aus solchen feindlichen Übernahmen hervorgegangen. Hat sie ungefähr verdoppelt im Territorium. Dennoch ist es ein sehr kleiner. Genau, Stichwort kleiner Staat. Könnte man auf der Karte. Staat, können wir mal auf der Karte realisieren. Mal sehen. Schauen, es ist schon sehr klein, es ist eine Verdopplung des Gebiets, aber trotzdem bleibt es in Europa ein sehr kleiner Staat. Klein. Und das heißt also, in der Machtliga war es nicht oben. Nein. Man spricht davon, es hat so eine Pentarchie in Europa gegeben, das waren die Großmächte. Mhm. Das war Russland, das war die Habsburger Monarchie, das war Frankreich, das war auch Preußen. Aber so mittlere Staaten wie Württemberg oder das Königreich Sachsen, solche Staaten haben nicht dazu gehört. Und das heißt, die großen politischen Entscheidungen, die in diesem Fünferclub fielen, konnte der württembergische Monarch nicht beeinflussen. Stichwort Fünferclub, vielleicht nochmal Europakarte, eine große Europakarte. Ja. Die große, dass man nochmal die Länder sieht und auch die Kleinheit Deutschlands bzw. Württemberg, dass man erstmal suchen gehen muss auf der Karte. Ja, aber dennoch, der württembergische König, der Monarch, sein Haus, die Dynastie, war einheiratsfähig in alle anderen. Haben Sie besprochen, brauchen wir jetzt nicht zu wiederholen, aber in die Habsburger Monarchie hinein, also auch in die großen Häuser konnte man einheiraten. Man war, was den Rang angeht, auf einer Stufe. Nicht, was die Macht angeht. Wenn ich sage, dieses Europa war ein Europa der Monarchien, der Fürstenstaaten, dann muss man sehen, aber was Monarchie war, unterschied sich gewaltig. Ja, auf jeden Fall. Und die württembergische Monarchie entwickelte sich in Richtung einer Verfassungsmonarchie und einer parlamentarischen, jedenfalls zum Schluss einer parlamentarischen Monarchie. Das hing jetzt nicht mit der Größe zusammen. Großbritannien war auch eine solche Monarchie, wo die Rolle des Monarchen oder lange der Monarchin immer geringer wurde, also in Richtung einer parlamentarischen Monarchie sich entwickelte. Auf der anderen, der Gegenpol war Russland. Mhm. Das war eine Autokratie ohne Parlament, sodass also Monarchie damals sehr, sehr Unterschiedliches bedeutet hat, nicht nur was die Größe angeht, sondern auch ja, die Verfassungsoffenheit und die Bereitschaft zu Parlamentarisierung und Demokratisierung. Und das ist ja zentral gewesen für die Entwicklung
im Laufe des 19. Jahrhunderts, denn wir haben vorhin darüber gesprochen, was ist modern, mhm. kann man als modern bezeichnen. Dazu gehört Parlamentarisierung, also überhaupt, dass es erstmal ein Parlament gibt. Gibt überhaupt, ja. Dass dieses Parlament an Bedeutung gewinnt, mehr Kompetenzen gewinnt. Die meisten Parlamente konnten noch nicht die Regierung einsetzen, das, was für uns heute normal ist. In Großbritannien war das schon mehr oder weniger der Fall. In Deutschland so nicht, aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnten die Regierungen nicht mehr ohne Rückhalt im Parlament arbeiten. Das war in Russland ganz anders und in der Habsburger Monarchie auch anders. Ja. Also von daher sieht man die Riesenspannweite der Monarchien im 19. Jahrhundert. Und da, finde ich, hat Württemberg, die württembergische Monarchie, durchaus eine noble Rolle gespielt. Ja, hat sich tapfer geschlagen. Klein, ja. Aber doch entwickelt, hat sich als entwicklungsoffen gezeigt. Der württembergische Monarch war nicht begeistert, als er 1848 gewissermaßen zu einem Präsidenten mit Erbberechtigung herabgestuft werden sollte. So hat er das, glaube ich, empfunden. Das gefiel ihm nicht. Und dass er 1871 zu einem Regionalmonarchen werden sollte, gefiel ihm auch nicht. Aber er hat sich damit arrangiert. Und das sollte man nicht geringschätzen. Das war eine große Anpassungsleistung, die dieser Monarch geleistet hat. Und das haben nicht alle Monarchen geschafft. Das haben nicht alle geschafft, in der Tat. Und er hat das geschafft. Das gehört zu den großen Leistungen der Institution Monarchie im 19. Jahrhundert, dass sie diese Entwicklungen mitvollzogen hat und Demokratisierung, Parlamentarisierung, Nationalisierung, ganz wichtig, das alles mitgetragen hat. Das hat der russische Monarch nicht. Nee, hat und nicht geschafft, ja. Das ist ihm nicht gut bekommen. Nee. Zwar sind die später anderen dann, Monarchen ja. im Ersten Weltkrieg dann auch zusammengebrochen, aber das war nicht so abzusehen, sondern sie haben diesen Wandel in Richtung zum modernen Europa und zum modernen Staat, Nationalstaat und eigenen Landesstaat, haben sie wesentlich vorangebracht und die württembergischen Monarchen haben da keine schlechte Rolle gespielt, milde gesagt. Sie haben das gut gefördert. In dem Fall war das die Kleinheit des Landes auch ein Vorteil, weil das riesige russische Reich war natürlich auch wahrscheinlich allein von der Dimension her also etwas schwerfälliger in den Reformen. Viel schwerer zu steuern. Ja. Eine große Rolle spielt auch, dass es hier in Württemberg und den Territorien, aus denen Württemberg zusammengewachsen ist, ja schon so eine Tradition der bürgerlichen Teilhabe gegeben hat. Mhm. Das war natürlich nicht das Volk an sich, sondern die Honorigen, aber immerhin sie haben mitwirken können und haben das ja auch erheblich verteidigt, sodass der Übergang von diesen altständischen Traditionen zum modernen Parlament da leichter ging und man vieles mitnehmen konnte. Mhm. In der Tat. Das ist ein wichtiger Aspekt für dich tatsächlich. Ja, und da hat die Kleinheit, war da ein Vorteil. Ja, das kann ein Vorteil auch sein. Die politischen Wege waren nicht so weit. Man kannte sich jedenfalls in den Kreisen, die man als die politische Elite bezeichnen konnte. Das war alles einfacher als in so einem Riesenreich wie Russland, von vielem anderen abgesehen. Also nein, da hat die Kleinheit, war kein Nachteil, aber sie hat eben dazu geführt, dass man sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht als selbstständiger Staat halten konnte, sondern im Nationalstaat aufging. Aber mit allen Institutionen bestehen blieb. Bestehen blieb, das eben. Ist ja also, der Monarch, das Parlament, die Kirchen, das bestehen geblieben, vieles, bestehen geblieben, die gesamten Gemeinden, alles das blieb bestehen.
Schulwesen, die eben, Universität. Eben, alles bestehen. Alles ja. blieb bestehen, so dass das Staatswesen nicht irgendwie zerfasert und zerbröselt ist in diesem Nationalstaat. Die dynamischen Bereiche lagen dann woanders, aber Württemberg spielte eine bedeutende Rolle und das Fürstenkönigshaus war weiter angesehen. Ja. Ja, gut, die souveräne Rolle hat es ein bisschen verloren dadurch, wenn ganz, es sie ja, jemals hatte, aber sie hat sie leicht verloren, aber es war fürs Land erstmal nicht von großem Nachteil. Nein. War es nicht? Nein, glaube ich nicht. Ja. Ja. Hm. Ja, genau. Sie haben jetzt noch mal ein bisschen stärker auf Württemberg die Modernität und dieses Gefüge erzählt. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wie war das Machtgefüge der Staaten zueinander in dieser Zeit und welche Rolle spielte Württemberg, also im ganz großen Spiel, im ganz großen Europa? Also im ganz großen Europa hat es seit der Neuordnung im Wiener Kongress, das muss man schon so sagen, keine Rolle mehr gespielt. Da waren andere Staaten bedeutsam. Und das sehen Sie ja immer dann, wenn etwas in Bewegung kommt. 1848, 49. In Württemberg konnte der König sich dieser Revolution nicht widersetzen. Mhm. Er hat das Beste daraus gemacht. Er hat eine Regierung, eine neue Regierung mit den Liberalen eingesetzt, aber er musste sich dem fügen. Der preußische Monarch musste das in dieser Weise dann schon nicht mehr. Mhm. Und wenn man schaut, daran kann man ja erkennen, welche Rolle die Fürsten damals spielten, als so vieles in Bewegung kam. Wer hat die Revolution niedergeschlagen? Sie ist ja niedergeschlagen worden. In Mitteleuropa war das der preußische Monarch. Der hat das in Deutschland gemacht, siehe Baden und Sachsen. Dazu haben wir auch noch eine Karte für einen kleinen Europa-Ausschnitt vielleicht, ja. Wo ein bisschen das Zentrum mehr sieht, wo es jetzt gerade geht. Der badische Großherzog wäre wahrscheinlich von der Landkarte gefegt worden, wenn nicht der preußische Monarch mit seinen Truppen gekommen wäre. Aber warum konnte der preußische Monarch mit seinen Truppen eingreifen? Weil in der Habsburger Monarchie auch die Revolution niedergeschlagen wurde. Wer hat das gemacht? Der russische Zar mit seinen Truppen. Ob der habsburgische Kaiser das alleine geschafft hätte, weiß man nicht. In Oberitalien hat er es geschafft, aber gegenüber den Ungarn, die eine große Armee aufgebaut haben, da hat die habsburgische, die kaiserliche Armee Niederlagen einstecken müssen. Daran sehen Sie, wer mächtig war unter den Monarchien und wer diese Revolution geholfen hat, militärisch niederzuschlagen. Und die Zentralfigur war da der russische Monarch. Mhm. Der hat dem habsburgischen Kaiser geholfen, die ungarische Selbstständigkeit zu verhindern. Und dadurch, dass dies verhindert wurde und im großen habsburgisch-italienischen Bereich die Revolution niedergeschlagen wurde, konnte sie auch in Deutschland niedergeschlagen werden. Das war aber der preußische Monarch. Genau. Der Fürsten von der Größe der württembergischen Monarchie konnten dabei nicht mitwirken. Dafür war die Armee zu klein. In Baden hat sie sich ganz aufgelöst, das war hier in Württemberg nicht der Fall, aber es war einfach zu klein. Da konnte man gegen eine solche Bewegung, konnte sich Württemberg nicht behaupten. Da hat Preußen geholfen, das konnten nur die Großen. Das sieht man daran. Und als dann in den 1860er Jahren, das war ja die Zeit, als sich Nationalstaaten bildeten in Europa, vorher auch schon, dabei hat der württembergische Monarch auch keine Rolle gespielt, als Belgien und Griechenland Monarchien wurden, da haben die Großmächte, die haben gewissermaßen Zustimmung geben müssen, sonst wäre das nicht entstanden. Der württembergische Monarch wurde da nicht gefragt.
Vielleicht können wir tatsächlich nochmal auf die große Europakarte schauen und sich vielleicht nochmal reihum so ein bisschen das Machtgefüge auch zeigen. Wie geht Russland zu Frankreich, zu England, zu Spanien, zu Italien, Griechenland? Einfach nochmal die größeren Länder jetzt nochmal umkreisen zu Württemberg. Also Württemberg hat jetzt nicht die super Rolle, das habe ich verstanden. Aber wie geht es den anderen Staaten miteinander? Ja, Frankreich ist in diese Großmachtrolle wieder hineingewachsen. Das war auch eine große Leistung der europäischen Großmächte, dass sie den Staat wieder hineingeholt haben, nachdem es wieder auch eine Monarchie geworden war. Großbritannien war an Kontinentaleuropa nicht ganz so interessiert, nachdem klar war, es wird kein großfranzösisches Imperium, die Gefahr bestand ja unter Napoleon. Da hat Großbritannien erheblich mitgewirkt und ohne Großbritannien wäre das vielleicht so nicht gelaufen, mit eigenen Truppen und vor allem mit viel Geld, das man gegeben hat. Also da spielt es eine große Rolle. Großbritannien war dann im 19. Jahrhundert daran interessiert, dass sich in Europa nicht eine Hegemonialmacht bildet. Genau. Aber wenn es zu Nationalstaatsgründungen kommt, dagegen hatte man nichts. Also Griechenland, Belgien, dagegen hatte man nichts. Man hatte auch nichts, das war schon für das europäische Gleichgewicht ein bisschen schwieriger, dass Italien zum Nationalstaat wird. Da gab es ja vorher auch, sieht man auf der Karte, wahrscheinlich, es waren eine Vielzahl von Staaten, die wurden auch vereinigt, auch in mehreren Kriegen. Und das hat natürlich die Machtszenerie in Europa erheblich verändert, dass dieses vielstaatliche Deutschland zu einem Nationalstaat geworden ist und dass dieser deutsche Nationalstaat und Habsburg sich getrennt haben. Das steht uns heute nicht mehr so immer vor Augen, aber Österreich war ja die alte deutsche Kaisermacht und das war nicht selbstverständlich, dass die auf einmal aus Deutschland ausschied. Ja, als der italienische und der deutsche Nationalstaat entstanden, in dem gleichen Zeitraum, in den 1860er Jahren, da haben Staaten von der Größe Württembergs auch eher eine Randrolle gespielt. Da waren sie militärisch nicht gewichtig genug, um mitsprechen zu können. In Italien spielte eine bedeutende Rolle Großbritannien, Frankreich, also es musste von außen Hilfe kommen. Und dann der italienische Großstaat Piemont, Sardinien, die haben das geeinigt. Aber Preußen hat das genau beobachtet und die italienische Einigungsmacht hat auch mit Preußen Verhandlungen geführt und Koalitionen geschlossen. Sowas hat man mit Württemberg nicht gemacht. Dafür war Württemberg, aber auch andere Staaten wie Sachsen etwa, von Staaten dieser Größenordnung zu unwichtig. 1866, 1867, da hat der württembergische Monarch seine Truppen marschieren lassen, ist unterlegen und Österreich ist ausgeschieden, aber sein Staat durfte bestehen, so selbstverständlich war das nicht, denn damals war durchaus noch üblich, dass der siegende Monarch die Verlierer schluckt. Mhm. Und Preußen hat das ja mit einigen Staaten gemacht, etwa dem Königreich Hannover, das war ja ein großes Gebilde. Das ist geschluckt worden, aber die süddeutschen Staaten nicht. Da war also Württemberg eher gefährdet. Es hat diese Gefahr überstanden, wie die anderen süddeutschen Staaten auch. Da hat die europäische Szenerie wieder eine Rolle gespielt. Das hätte der russische Zar nicht so gerne gesehen, aus mehreren Gründen, auch aus Gründen verwandtschaftlichen Beziehungen. Da hat das wieder geholfen. Aber aus eigener Kraft war Württemberg da zu klein, sondern das waren die Großmächte, die ich jetzt genannt habe, die immer, das waren die Mächte, die auch militärisch entscheiden konnten. Ja. Denn man muss ja vor Augen haben, wenn Staaten diplomatisch nicht zu einer Übereinkunft gekommen sind, dann hat man Truppen marschieren lassen. Mhm. Und da hatte der württembergische König zu wenig. Mhm.
Natürlich. Um diesen Weg zu gehen. Es ist ja auch spannend, dass die dynastischen Verbindungen, die Württemberg ja wirklich hatte, ganz erstmal einen guten Kontakt zu Napoleon mit Friedrich dem I., dann mit der Zarenfamilie, die ständigen Heiraten, die ganzen dynastischen Verbindungen, die es ja gab, haben trotzdem diese Entwicklung nicht aufhalten können. Nein, überhaupt nicht. Sie haben manchmal Hilfe gegeben, auch den noch kleineren. Aber aufhalten haben sie das nicht können. Da spielte die schiere Macht und die Größe eine Rolle. Ja. Mhm. Sehr schön. Der nächste Schritt, den wir bisschen jetzt noch nicht so ganz ausführlich besprochen haben, ist vielleicht doch mal diese Reichsgründung von 1871 noch. Ich glaube, da haben Sie vorhin noch nicht so ganz alles erzählt, was Sie erzählen wollten. Nein. Also als erstes ist mir mal wichtig, dass die deutsche Geschichte, da ist es ganz gut, wenn man mal die württembergische Perspektive einnimmt oder auch die Perspektive anderer Einzelstaaten, dass die deutsche Geschichte keineswegs auf diesen Nationalstaat so automatisch zugelaufen ist. Das hat man ja lange in den Geschichtsbüchern so vertreten, das war irgendwie normal und die Entwicklung musste dahin gehen und das war gar nicht aufzuhalten. Aber so ist das nicht. Die deutsche Geschichte vom Alten Reich her, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, war immer eine Geschichte der Vielstaatlichkeit und des föderativen Zusammenhangs. Schon vor dem 19. Jahrhundert hat sich so die Vorstellung gebildet, wir Deutsche bilden eine gemeinsame Nation. Aber nicht in einem Staat. Mhm. Und das war auch gar nicht die Sehnsucht der Menschen, in einem Staat zu sein, sondern man konnte von nationaler Einigkeit sprechen, aber von Vielstaatlichkeit. Mhm. Und das hat sich fortgesetzt, dann auch auf dem Wiener Kongress ist das ja neu geordnet worden, es entstand der Deutsche Bund. Das ist ja auch ein vielstaatliches, ungefähr 40 Staaten war es, unter einem gemeinsamen Dach. Und man muss sehen, dieses gemeinsame Dach hat auch die Kleinen geschützt. Da gehörte Württemberg schon zu den Mittleren, das musste nicht mehr so sehr geschützt werden, aber die noch Kleineren, die mussten geschützt werden, auch vor dem württembergischen Monarchen, der gerne einige sich noch einverleibt hätte, um größer zu werden. Aber dieser Deutsche Bund war ein Schutzdach über den Kleinen. Und das heißt, die deutsche Nation war, wie die Schweizer, eine Föderativnation. Mhm. Und die ist nicht automatisch auf den Nationalstaat zugelaufen. Dass 1848-49 die große Mehrheit sich dann doch für einen Nationalstaat, aber einen föderativen Nationalstaat, nicht eine einheitliche Republik. Also Württemberg sollte nicht aufgelöst werden oder Baden. Also ein föderativer Nationalstaat gewünscht war. Das lag eben auch daran, dass sich diese deutschen Staaten den Teilhabeverlangen der Bürger verweigert haben. Sie haben nicht genügend reformiert. Und da hat man gesagt, das wird mit dem Nationalstaat anders, mit einem nationalen Parlament. Und dann muss man sehen, die deutsche Nation wollte auch mächtiger werden. Man hat schon gesehen, dass man auf der Ebene der Großmächte nicht wirklich mitsprechen kann. Mhm. Und man dachte, wenn man einen Nationalstaat hat, und das war ja auch richtig gedacht, dann tritt man ein in den Kreis der Mächtigen. Aber die Föderativnation war das Prägende. Und noch in der zweiten Hälfte der 1860er Jahre, also kurz vor 1871, wollte ja die Mehrheit der Württemberger, auch die Mehrheit der Bayern etwa, überhaupt keinen gemeinsamen deutschen Nationalstaat. Das kann man an vielen, gehe ich jetzt nicht drauf ein, kann man an ganz vielen zeigen. Ja, vielleicht ein Beispiel. Es hat 1868 hat man ein deutsches Zollparlament gewählt. Da waren alle Staaten drin. Und das tagte in Berlin. Die Württemberger haben nur Nationalstaatsgegner gewählt. Überhaupt keinen, der für den Nationalstaat war. Diese Blockade gegen einen Zentralstaat
ist erst durch den nächsten Krieg, den preußisch-französischen, der dann zu einem deutsch-französischen geworden ist, weil die anderen Staaten sich angeschlossen haben, geworden. Da sehen Sie, welche Bedeutung 1871 hat. Da hört wirklich eine jahrhundertelange Tradition der Vielstaatlichkeit auf. Und die Vielstaatlichkeit, die föderative Vielstaatlichkeit, die Föderativnation wird jetzt überführt in einen gemeinsamen Nationalstaat, der weiterhin föderativ ist, aber doch ein gemeinsamer Nationalstaat. Das war die Zäsur schlechthin in der deutschen Geschichte, aber nicht so angelegt von ewig her und die Entwicklung musste darauf hingehen, sondern das waren Entwicklungen im Laufe des 19. Jahrhunderts und es hätte vielleicht auch anders kommen können. Das hing ja davon ab, wie die Kriege ausgegangen sind. Keiner kann vorher voraussagen, wie Kriege ausgehen. Es war nicht selbstverständlich, dass Preußen 1866, 67 gesiegt hat gegen die Mehrzahl der deutschen Staaten. Die standen ja gegen Preußen. Und es war auch nicht selbstverständlich, dass Preußen gegen Frankreich siegt. Aber es hat gesiegt. Und das hat die Entwicklung zum Nationalstaat bedeutet. Und für Württemberg und auch für die anderen deutschen Staaten war das ein ungeheurer Einschnitt. Jetzt wurde doch fast alles anders. Man behielt seinen König, ja, man behielt sein Parlament, man behielt seine Landeskirche, aber es gab jetzt eine obere Ebene und da spielte die Musik. Das muss man sagen. Die ganze wirtschaftliche Dynamik lief über den Zentralstaat, die Entwicklung zum Sozialstaat lief dort oben, die Außenpolitik sowieso, dann kam die Kolonialpolitik dazu, all das lief dort oben, sodass jetzt die Bundesstaaten etwas anderes geworden sind und mit ihnen die Bundesfürsten, die durften ja weiter Fürsten bleiben und ihren Hof halten, aber sie waren jetzt was anderes. Und der preußische König hat sie eigentlich als Vasallen betrachtet. Natürlich. Das haben sie sich nicht gefallen lassen. Und Wilhelm II. Ist, der Württemberger ist ja immer weggereist, wenn natürlich, sein preußischer Namensvetter gen Süden fuhr, um dem nicht begegnen zu müssen. Also, aber jetzt war das was anders. Und selbst dort, wo man die Hoheit behalten hatte, etwa in der Schulpolitik, Universitätspolitik, letztlich musste man doch immer schauen, was macht das große Preußen. Und wenn das große Preußen Universitätsreform oder Gymnasialreform macht, dann konnte Württemberg da sich nicht wirklich ausklinken. Ne? Genau. Von daher, 1871 war wirklich eine Schaltstelle, da endete eine jahrhundertealte Tradition und ich sage aber auch ganz dezidiert, das ist nicht eine natürliche Entwicklung gewesen dahin, sondern das war ein Bruch. Mhm. Ein Bruch mit einer alten Geschichtstradition. Jetzt kam etwas anderes. Und der württembergische König, weil er das letztlich, wenn auch widerwillig, akzeptiert hat, hat viel dazu beigetragen, dass Württemberg mit seiner Bevölkerung in dieses neue, ja, ganz gut hineingewachsen ganz gut reinkam, ist. Ja. Wilhelm I. wäre das wahrscheinlich sehr schwer gefallen. Ja, wahrscheinlich. Schon, er hätte sich auch damit arrangieren müssen, aber wäre vielleicht schwerer gefallen, ja. Und das ist eine Entwicklung, die aber auch jetzt sozusagen für Deutschland spezifisch ist. Es gibt keine vergleichbare Entwicklung in Europa in dieser Richtung. Also es ist nicht vergleichbar. Jedes Land hat dann schon seine eigene Entwicklung genommen. Ja, das stimmt. Also eine solche Föderativnation hat es in Europa eigentlich nur an zwei Stellen gegeben, in dem deutschen Bereich und in der Schweiz. Aber die Schweiz war eben viel kleiner. In der Schweiz hat es gibt kein schweizerisches Preußen. Also es gibt nicht so einen dominanten Kanton und von daher ist das in Deutschland viel komplizierter gewesen. Und da hatten die Württemberger, die das nicht wollten, das ja richtig prognostiziert. Sie haben Angst davor gehabt, wenn Österreich
sich von Deutschland trennt, dann bleibt nur eine Großmacht über, Preußen. Während so Preußen und Habsburg sich ein bisschen neutralisieren konnten und die kleineren, die Mittelstaaten, da war ja auch mal die Idee, die könnten sich auch so zu einer dritten Deutschland zusammenschließen. Da hätte also auch ganz was anderes rauskommen können, ist es aber nicht. Und das war keine Masterplanung irgendwo, sondern das hat sich so entwickelt und da spielten die Kriege eine große Rolle, die Württemberg kaum beeinflussen konnte. In jedem Fall. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, kann man in dieser Entwicklung Württemberg eine gute Rolle oder eine gute Stellung zusprechen. Sie haben ihren eigenen Weg genommen, trotz der großen Mächte rundum in Europa, haben sie einen Weg für sich gefunden und es ist ein prosperierender Staat trotzdem gewesen. Es ist sowas, ich weiß nicht, ob man einem solchen Staat Identität zusprechen kann, aber es ist sowas wie eine württembergische Identität entstanden. Die Bevölkerung hat sich als Württemberger gesehen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, wenn man bedenkt, dass da am Anfang dann ein katholisches Gebiet hinzukam zu dem altprotestantischen Gebiet. Aber das hat irgendwie funktioniert und dass man in Deutschland solche Wege gegangen ist, das liegt an solchen Staaten wie Württemberg. Da ist Württemberg nicht alleine da, das haben andere auch gemacht, aber diese deutschen Staaten haben, würde ich sagen, da eine gute Rolle gespielt und haben dazu wesentlich beigetragen, dass ein solcher föderativer Nationalstaat entstanden ist, was ja nicht selbstverständlich gewesen ist. Das Gegenbeispiel ist Frankreich, wo alles zentralisiert war. Großbritannien ist wieder ganz anders. In der Habsburger Monarchie hat es mit dieser Föderation so nicht geklappt, weil die Nationalitäten sich jeder eine eigene Entwicklung gesucht hat. Aber dass ein solch großes Gebilde föderativ organisiert werden konnte, haben die Menschen auch nicht für selbstverständlich gehalten. Und da war Deutschland auch ein Musterbeispiel, dass es geht. Italien ist ja ganz anders gelaufen, sondern das ist ja eher nach französischer Weise zentralisiert worden mit dem Nationalstaat. Und die einzelstaatlichen Fürsten, ja, die sind alle weg. Genau. Die haben kein Amt mehr behalten. Und in Italien hat es nicht solche Bundesstaaten gegeben, die ihre eigene Tradition weitergeführt haben. Und nicht nur die eigene Tradition, sondern diese Staaten waren ja auch, man kann sagen, die Entwicklungspotenziale. Also die haben dafür gesorgt, dass in jedem Staat ein gutes Kulturwesen existierte, gute Schulen, dass Universitäten, man hat konkurriert, wer die beste Universität hat. Und Württemberg hat da viel Geld reingesteckt und Bayern auch, um mit Berlin einigermaßen mithalten zu können. Sowas hat es im Zentralstaat wie Italien gar nicht gegeben. Von daher sieht man, welche hohe Bedeutung diese Föderalisierung gehabt hat. Und das wäre ohne Staaten wie Württemberg nicht misslungen. Es wäre nicht so gelaufen. Wunderbar, Herr Professor Langewiesche. Vielen Dank. Das war extrem spannend und war jetzt ein schöner Abschluss für unsere Dreierreihe, die wir bisher hatten. Nächste Woche sehen wir uns ja wieder mit allen Gesprächspartnern, mit allen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern und mit Ihnen in einem Zoom gemeinsam um dieselbe Uhrzeit. Da freue ich mich schon richtig drauf. Moderieren wird unser Direktor Dr. Torben Giese. Und für heute bleibt mir Ihnen herzlich zu danken. Und ich möchte auch noch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas Lektüre auf den Weg geben, weil es sind jetzt so viele Themen angesprochen worden und Sie wissen, Professor Dr. Langewiesche hat eine sehr lange Publikationsliste. Und aus der sehr langen Publikationsliste hat er uns aber ein paar Beispiele ausgesucht, die ich Ihnen gerne jetzt weitergebe, wie Sie weiterlesen können demnächst.
Und zwar erstmal der Katalog von 2006, den würde ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Da gibt es einen Aufsatz von Professor Langewiese, die Monarchie in Europa aus dem bürgerlichen Jahrhunderts, das Königreich Württemberg, 2006 erschienen als Katalog des Landesmuseums. Dann Heinz Gollwitzer, die Endphase der Monarchie in Deutschland, in Gollwitzer Weltpolitik und deutsche Geschichte, gesammelte Studien, herausgegeben von Christoph Kraus, München 2008. Dann nochmal ein spannender Titel, den Sie lesen können, Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert, Göttingen 1999. Dann nochmal Dieter Langewiese, die Monarchie im Jahrhundert Europas, Selbstbehauptung durch Wandel im 19. Jahrhundert, Heidelberg 2013, also viel später, jetzt noch erschienen seit dem 2006er Aufsatz. Und Volker Selin, Gewalt und Legitimität, die europäische Monarchie im Zeitalter der Revolution, in München 2011. Jetzt bleibt mir nur noch, mich herzlich zu bedanken für Ihre Neugierde, dass Sie dabei geblieben sind. Wie gesagt, nächste Woche geht es im Programm weiter, dann haben wir eine Sommerpause und dann geht es mit nächsten Gesprächen im Oktober weiter, dann schon während der Laufzeit der Ausstellung. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Abend.